So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Ja, was war denn da mal an der letzten Folge los? Ne? Einmal mal ganz vor den Bus gemacht, gestellt, einmal kurz auf Klimaaktivist gemacht und sagt, ja, ich nehme mich mal vorher einen Bus. Na gut, die Busse sind zwar unfreundlich, weil es alles CNG-Busse sind, aber nun ja. Wie dem auch sei. Wir machen heute weiter, natürlich, mit der ganzen Geschichte, was wir hier so ein bisschen hatten. Wir sind mittlerweile bei 80.000 wieder angelangt. Wir brauchen jetzt noch ein, zwei Zahltage, dann hält man die Kohle wieder zusammen. Für den nächsten Bus. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 11, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. 8 Iveco. Den Crossway. Und 3 MAN. Ne? Und ein Dings. Also das ist ein 10. Das ist ein 10, Dings plus Benzin. Okay. 1, 2, 3. 1, 2. 2. Okay. 3 plus 18, 11. Also 4 Busse brauchen wir noch. Dann hätten wir sie einmal komplett alle zusammen. Das heißt, wir brauchen noch ein Budget von 1,4 Millionen ungefähr. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hätten wir die Kohle einmal komplett zusammen. Sprich, wir brauchen noch grobe Richtung 10 Zahltage. Dann hätten wir so. Tatsächlich die Mission. Mal gucken, wie wir was heute schaffen und was heute komplett schaffen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube noch nicht. Nein, ich vermute, in der nächsten Session werden wir es auch schaffen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es heute. Was fahren wir denn, Leute? Überhaupt? Wo haben wir denn Bock drauf? Rote 5? Machen wir Rote 5 heute mal wieder ein bisschen? Ja, machen wir Rote 5 heute mal wieder ein bisschen. Ja, das Team ist. Ja, würde ich sagen. Oder? Ja, fahren wir noch Rote 5. Komm, so, Rote 5 haben wir doch letztes Mal schon. Bin ich letztes Mal gefahren oder sind wir die noch nicht gefahren? Ich glaube, die haben wir noch nicht immer. Was haben wir denn überhaupt noch nicht auf 5? Fällt mir gerade auf. Du bist bei 4,5. Auf der Runde 7. Du bist bei 5. Du bist bei Route 9. Das heißt, okay, dann haben wir da noch zwei. Dann machen wir die noch zusammen. Machen wir die noch hoch. Dann machen wir da noch was in Kohle rein nach Hause. Also wenn wir nicht in einer Folge verschaffen, ich weiß es noch nicht. Ich denke, wir werden es in zwei Folgen grob in die Richtung machen. Ja, ich würde sagen, in zwei Folgen machen wir das. So, wir gucken mal, was wir haben an Bussen. Wir haben drei Busse auf der Route und wir warten in der Steinecker Grange. Jetzt muss ich gerade gucken, wo wir die haben überhaupt. Was? 9, ne? Ja. 9. Steinecker Grange. Wo haben wir sie denn? Die erste Haltestelle hier überhaupt. Das ist die 9, das ist die 10. Das heißt, die müsste doch hier unten irgendwo beginnen. Da ist sie doch schon. Gutshof Reichegger. Scheiße, das war jetzt alles geplant. Ich wollte eigentlich dahin springen. Und hier drin? Ja. Gut, dann weiß ich auch, wo sie ist. Dann hüpfen wir mal rüber zur zum Gutshof Steinegger, damit wir da weitermachen können. Und dann sind wir wieder an Start. Ist ja Jacke wie Hose. Route 9 brauchen wir. Dann ist das die falsche Haltestelle. Dann ist das die hier. Gut. Moin, Seh. Ja, hallo. Wo bleib ich nicht? Okay. Was sagst du jetzt? Weiß ich nicht. Oh, da. Rote 9, Airline City kommt an. Da machen wir das noch. Moin! Chef ist da. Hi Chef, möchtest du übernehmen? Ja, ich würde gerne übernehmen. Wir haben den nächsten Zeittag an Bord. Da müssen wir so nicht hin. Achso, wir sollten mal aufhalten. Wir sollten mal warten. So, sind alle Fahrgäste raus oder wollen wir noch jetzt rausgedackelt kommen? Na, da wollen wir noch raus, okay. So, okay, starten wir heute durch. Auf geht's. Naja. Gut, wenn wir die heute zur Hälfte fahren, würde ich sagen, grob in die Richtung. Dann werden wir morgen nochmal die zweite Hälfte fahren und dann haben wir dann schon mal die Route wieder auf 5 und dafür die würde wieder ein bisschen Kohle. Die macht übrigens 31.000 und wenn wir die auf 5 haben, bringt das natürlich noch ein bisschen mehr Geld und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wir haben ja drei Busse auf der Route. Dann gucken wir mal, was hinkriegen. Ne, würde ich so einfach mal behaupten. So, nächste Haltestelle ist die Kirche in Steinig. So. So, mal kurz runterbremsen, schön. Ich
25 Haltestellen hat die Route. 26, also mit 13 müssen wir einen kleinen Cut machen. Hey, eine Fahrkarte bitte. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, das denke ich mir auch gerade mit dem. Oh, es ist früh um 9. So, ich hab's gut. Warte mal, hab ich jetzt was falsch gemacht? Ach so, ne, Wechselgeld. Entschuldigung. Ist das früh? Wie gesagt, es ist nochmal früh, ist es früher morgen. Ja. 1,80 zurück. So. Oh, Alter, was machen die da vorne? Ernsthaft? Ist es genug? Und pass auf, die Leute jetzt in dem Moment öfter an. Was hast du gemacht gerade da? Hey, ich liebe dieses Spiel manchmal. Das hat so Sinn in dir. Ich schieb dich weg. Sieht ja schon wieder gut aus hier. Wie gesagt, genauso wie die Oma in der letzten Folge. Die war da mal eisekalt. Kurz eben. Ja, ich schnapp mal, da muss ich stehen. Ja. Okay. Mach. Ist mir scheißegal. Gut, ohne wenn ich überfahren hätte oder angefahren, weitergefahren wäre, hätte ich schon 20.000 kassiert, weil ich Fußgänger überfahren habe. Aber die Olle bleibt einfach vor meinem Bus stehen. Ey. Das denke ich mir manchmal, die fühle ich mir manchmal echt. Ach, was ist da los, ja? Aber okay, alles gut, passiert. Man lebt damit langsam. Mal kurz Tempomat reinsetzen, damit ich nicht irgendwie da komplett drüber brezel jetzt gerade. So. Moin, Sepp! Alte Stelle kann ausgebaut werden. Liebe Leute, wenn ihr Haltestellen zum Ausbauen habt, nehmt sie mit. Ihr wisst nicht, wann ihr sie braucht. Immer Haltestellen ausbauen. Und so baut ihr auch tatsächlich. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. So baut ihr auch übrigens die Stadtteile dann immer mit aus. Also fahrt die Haltestelle mit ausbauen. Wenn sie da ausgebaut sind, dann einfach mitnehmen und dann baut ihr die Stadtteile nach und nach automatisch mit auf. Warte mal. Ich nehme nicht an, dass sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Willst du mit deinem Rollstuhl oder. Weil ich sehe jetzt gerade erst. Ja, du willst natürlich auch mit. Sehr gut. Dann aber rein mit dir. Auch wenn es gerade sehr komisch aussah, aber das ist halt der Simulator. Eigentlich schade. Ich finde so viel Potenzial. Wenn man noch ein paar Sachen mit dazu packen würde. Gehe ich gleich drauf ein. Ich kontrolliere mal kurz, wenn die Fahrkarte, wir haben ein bisschen Zeit. Heute haben wir schon den ersten Schwarzfahrer. Am heutigen Tage. Moin denn. Moin denn. Moin, Fahrkarte. Und du auch wieder. Oh, du hast eine. Habe ich auch schon mal einen Rollstuhlfahrer erwischt, ohne Fahrkarte? Oh, warte, den habe ich. Den habe ich gekontrolliert, aber die hat. Die hat. Gut, einer nur. Ja, was ich mir wünschen würde für den Bus-Simulator, überhaupt allgemein und jetzt und für die Zukunft und alles drum und dran, wären zum Beispiel so festliche Sachen. Es ist jetzt quasi kurz vor der Weihnachtszeit, es ist jetzt ein paar Tage vor Weihnachten, 6 Tage, glaube ich, wenn ich richtig, wenn die Folge rauskommt. Das müsste Sonntag nämlich sein. Ich weiß nicht, wann die letzte Folge rauskommt. Ich glaube, das ist aber die bis am Samstag, also gestern müsste rausgekommen sein, die letzte Folge war der alten Session, jetzt kommt die neue Session. Was ich mir zum Beispiel wünschen würde, das ist wie gesagt das kurze Weihnachten und da würde ich mir wünschen, so festliche Beleuchtung. Und das wäre cool. Würde ich völlig feiern. Oh, kurz mal. Wir brauchen nicht mehr so viele Fahrtage. Nicht mehr viele Zahltage. Moin denn. Hast du eine Fahrkarte? Du bist jetzt von hinten nach vorne gekommen, um eine Fahrkarte zu kaufen. Okay. Ist außergewöhnlich, aber so, machen wir so. Und doch, sind wir da gewesen. Machen wir weg mal kurz im Kopf, noch schnell. Warte, und da bin ich. Schlafmütze, wo bist du? Schlafmütze, wo bist du? Du bist das. Heute. So. Ja, was ich mir wie gesagt wünschen würde, wäre so ein bisschen festliche Beleuchtung, so kurz vor Weihnachten herum und ein bisschen geschmückt, zum Beispiel auch zu Ostern oder jetzt Jahreszeiten zum Beispiel. So ein bisschen. Oder Halloween, also quasi Events. Ja, Wetter, mehr ein bisschen mehr geiler, ein bisschen mehr Auswahl, also auch zum Beispiel mal Schnee. Das finde ich zum Beispiel extremst feiern.
Also nicht immer nur Sonne, Regen, Tag, Nacht, sondern auch halt mal wieder ein bisschen Schnee dabei oder ein Gewitter mal dabei. Ich hoffe wirklich, ich verpasse meinen Anschluss. Was ich noch so gerne hätte, wäre zum Beispiel Interaktion mit Fahrgästen. Bei manchen Leuten, in manchen Situationen. Weil du hast dann zum Beispiel einen dabei, der blockiert dir die Tür. Steigt dann ein, du kontrollierst ihn, der ist vor der Fahrkarte. Dass du sagen kannst, okay, du bist mir jetzt gerade schon mit der Scheiß Tür auf den Sack gegangen, also kannst du jetzt aussteigen. Dass ich Leute auch zum Beispiel rausschmeißen kann, wenn sie sich immer wieder daneben benehmen. Allgemein mehr Aktionen von Fahrgästen, nicht immer die dauergleichen Gespräche und alles drum und dran. Und das wird dann auf Dauer langweilig, man kennt sie irgendwann einfach alle. Das war schon beim 18er so. Das ist die Fahrkarte, das ist die Hölche. Ich gucke gerade, 6 ist hier. Nee, warte mal, fährst du gerade aus? Du fährst gerade aus, ne? Moinsen. So, ich will jetzt verfahren? Ich hätte abbiegen müssen, ne? Verdammt. Ah, das ist es halt. Das ist so verwirrend mit den scheiß Linien, weil ich dachte mir, okay. Ja, geh mal rüber mit deiner scheiß Karre da. Oh, fahrt doch weiter. Fahrt weiter. Ich komme sonst nicht raus. Geh weg. Komm ich da rum? Ja, ne? Kleinbus, komm ich da locker rum? Ja. Natürlich hast du ja so Fahrgäste, Fahrgänge, Fußgänger. Oh ja, genau, bleib doch in dem Moment kurz mal stehen, damit der nächste Zug rüber gedackelt werden kann. Du hältst auf mir vorbei? Wie kacken das muss man dann sein? Ich würde aber denken, dass wir nachher da mal zu der geradeaus von sondern abbiegen. Das habe ich gesagt, mehrere abwechslungsreiche Gespräche, nicht immer die dauergleichen, die man dann einfach irgendwann mal durchkennt und irgendwann mal einfach nur langweilig findet. Ja, solche Sachen halt. Und natürlich die ein oder andere Bugfix. Wäre toll, wenn du dann nicht irgendwie. Du fährst einfach und fährst, wenn man gebe ich einen Fußgänger um, obwohl der nicht steht. Oder die laufen, stehen da mitten auf der Straße. Ich stehe da mitten auf der Straße, ich bin Fußgänger. Und du Gott, das kostet dich 20.000. Sowas halt. Ja, viele klagen noch so ein bisschen, zum Beispiel auch über Abstürze. Und ich habe Gott sei Dank bisher nicht viele gehabt. Ich glaube, ich hatte überhaupt so 2-3 Stück. Das war nicht Gott sei Dank. Das war Gott sei Dank bisher bei diesem Teil hier, bei dem Seaside Valley nicht so schlimm. Ich glaube, die hatte ich alle auf der anderen, auf der Army-Map. So, nächster Zahltag, bam. Ja, so solche Sachen halt einfach. So, Student, manchmal dem Ticket brauchst du, ne? Du brauchst eine einfache Fahrkarte. Also das sind so ein paar Sachen, die ich mir zum Beispiel wünsche von dem Spiel, für das Spiel, für die Zukunft. Auch für den irgendwann mal neuen Teil, ich weiß nicht, ob er nächstes Jahr um 2022 kommt oder ja, aber erst 2023 oder 2024 läuft. Also solche Sachen halt einfach. Ich würde mir einiges bisschen wünschen. Ich hoffe, die Entwickler hört das ein bisschen. Und, wie bin ich denn hier gelandet? Ja. Das wäre so toll. Das würde das Spiel noch ein bisschen spaßiger machen. Es macht ja Spaß, muss ich sagen. Es sind halt Dinge dabei, die mich persönlich ein bisschen aufregen. Klar, wenn einer immer aufregt. Ich meine, gefühlt ist ein Simulator eigentlich immer ein bisschen hingerotzt. Das ist damals beim Feuerwehrsimulator so gewesen. Das ist beim Flughafensimulator so gewesen. Das sind so Hauptgründe, warum ich beide Projekte abgebrochen habe, weil es dann einfach irgendwann nicht mehr ging. Ja, jetzt müssen wir einen Fahrgast wieder rauslassen, natürlich, da wird wahrscheinlich keiner aussteigen, ne? Sind zwar gerade unter Einschlag. Okay, jetzt passt es. Ja, allgemein einfach solche Sachen. Ich würde mich jetzt, ja, das eine oder andere noch kleines Feature und mehr abwechslungsreich zu folgen. Also klar, die Busse sind toll. Es gibt natürlich
Viele zum Beispiel sagen, die hätten gerne mehr Busse. Ich habe zum Beispiel Typen mit Scania zum Beispiel oder solche Sachen halt. Ich weiß, ich bin privat selber auch Busfahrer, also ich bin beruflich Busfahrer tatsächlich und wir haben eine sehr große Auswahl an Bussen und ja, vielleicht hätte man da noch ein paar Sachen mal rein tun können in Fahrzeugen, die man so auswählt und nicht nur immer den gleichen 1-1-3. Auch wenn ich tatsächlich alle DMC-Busse mittlerweile habe. Tschüss. Tschüssi. Im Planetarium gibt es diesen Monat eine tolle Ausstellung. Also, 9 Zahltage noch brauchen wir. Und dann hätten wir also alle einmal komplett. So, wir fahren jetzt auf 5 Haltestellen, bis 13 fahren wir und dann haben wir immer mal einen kleinen Cut. Und dann, hatten wir so, machen wir mal einen kleinen Cut, dann machen wir in der nächsten Folge den Rest von der Route. Und dann hätten wir das große Ding hier auch einmal erledigt. So. In der letzten Folge von Winter der Leidenschaft haben sie so eine tolle Insel gezeigt. Ich glaube, dass sich da irgendwie der Gegenverkehr krallt. Ach, das ist schon wieder der nächste mit der lauten Musik, oder was? Warte mal kurz, ich muss mal kurz die laute Musik ausmachen. Geht weg! Captain Iglo hier, der möchte gerade extrem laute Musik hören. Bis dann. So, einmal mit alle einsteigen hier. Ich nehme nicht an, dass Sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Nee, ich kontrolliere aber jetzt mal durch. Kurz. Wir haben ja ein bisschen. Eigentlich haben wir gar keine Zeit. Aber egal. Na klar. Augenblick da. Hier, bitte. Das würde mich wahrscheinlich wieder. Wollen Sie die denn noch sehen? Pass auf, das würde mich wieder 20 Euro kosten, weil hier die Dame in der Tür steht. Ernsthaft? Moment. Hier. Ich will mich nicht hinsetzen, ich will eigentlich kontrollieren, aber gut. Ich hätte den Bus fast verpasst und habe dann vergessen, eine Fahrkarte zu kaufen. Ja, das ist das Blöde, wenn man sich durch die letzte Tür durchdrückt und unbedingt noch einsteigt. Und der Busfahrer kriegt sich mit. Und der nächste. Da haben Sie nicht kontrolliert. Nee, das ist mir scheißegal. Gestern habe ich aber auch nicht gezockt. So, ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Alte jetzt raus aus dem Bus. Die kriege ich nicht raus aus dem Bus. Pass mal auf, die steht jetzt in der Tür wahrscheinlich noch. Nee, sie ist weg. Alles klar. Gut. Wenn ich jetzt angefahren wäre, dann wäre wahrscheinlich der Fall gewesen, dass ich sie überfahren hätte und die 20.000 kassiert hätte. Ich blockiere gern die Bustür, wenn ich einen schlechten Tag habe, damit der hübsche Busfahrer mit mir spricht. Der hübsche Busfahrer würde dich dann aber am liebsten auch aus dem Bus werfen, weil du dem nämlich auf den Sack gehst. Nächste Haltestelle ist die Kornstraße. Die ja direkt hier vorne ist, Gott sei Dank. Die sind ja alle da noch beieinander. Ich will die auf 5 kriegen, damit wir mehr Kohle, damit wir wahrscheinlich mehr Kohle rausholen. Ah, bleib doch nicht stehen, Mann! Vor allen Dingen so random, ey. Der fährt an und ich dachte, ich komme da ohne Probleme durch. Und da bleibt der eisekalt stehen, einfach nochmal. Halt die für was? Daran war manchmal kein anderes Auto, nur du. Ey, manche Leute. So. Was? Du so ein bisschen? Ich dachte mir, okay, da kommt bestimmt was ein bisschen mehr zusammen. Nö, da kommt nicht viel zusammen. Ich naja. Möchte zur Insel fliegen, von der sie im Winter so. Ja, du brauchst eine Fahrkarte, ich habe sogar den Rollstuhlfahrer noch mit dazu. Du zeigst sogar passt. Perfekt. Eine Fahrkarte bitte. Ja. Danke. Seniorenticket, Tageskarte. Weiter. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Gut. Eine weitere.
jetzt noch 3 Haltestellen. Fischgrund. Jetzt fahren wir nämlich richtig, jetzt fahren wir nämlich geradeaus weiter. Nicht wie eben, fahren wir nämlich jetzt, biegen wir ab, hier links. Sollte, hätte links abbiegen sollen, wir fahren jetzt geradeaus weiter. Jetzt fahren wir das ganze Ding schon mal, was wir bei der Mission im Kreis gespielt haben. Diese haben noch 9 Zahltage und dann haben wir alle Busse tatsächlich zusammen. Dann könnte man die, können wir einmal kurz einkaufen gehen und dann hätten wir sie alle geschafft. Aber wie gesagt, wir müssen sie erstmal fahren. Fahrkarte nirgends finden. Wenn du Pech hast, hast du keine Fahrkarte, dann wirst du nämlich gleich 120 Euro loswerden. Vorsicht, ich kontrolliere. Ampel warten, warum auch die immer rot ist. Mit meinem bisschen Ampel versteht man nicht. Oh, fahr doch weiter. Moinsen. Ey, bei manchen NPCs versteht man es nicht. Also, bei manchen Leuten. Weiß ich nicht. Ich möchte gern mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ist einfach so viel besser. So, ich gucke mal gerade, dass sie wieder Fahrkasse aufweckt, falls sie aussteigen will. Hinten bist du in der letzten Reihe. Moment. Du hast eine Fahrkarte. Aussteigst. Perfekt. Ah, das ist doch schön. Okay, Kai. Der historischen Tour von Oakville nach Sonnstein. Eine tolle Zeit mit meiner Mutter. So, okay, dann geht's weiter. Jetzt in Richtung Flosspromenade. Ja, und der Bus geht auch über Zito, über Zito-B. Aber wie gesagt, wir machen den kleinen Cut bei 16, bei 13. Dann hätten wir die Hälfte und dann fahren wir den zweiten Teil morgen um 16 Uhr, wie immer. Beim Bus-Simulator, wenn der rauskommt. Und es kann auch sein, dass es die Tage weitergeht mit, also Rainbow Six Siege kommt jetzt noch wieder die Tage, vielleicht sogar heute schon. Wahrscheinlich aber nicht. Aber auch Ghostwick wird wahrscheinlich demnächst weitergehen. So, fast den nächsten Zahltag und dann hätten wir nur noch 8. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Und natürlich kannst du eine Fahrkarte haben, why not? Aber dann zahl auch nicht mit 20 Euro, wenn du ein 1,80 Euro Ticket hast. Meine Güte, immer dieselben Leute. Dann haben wir gleich den nächsten Zahltag an der nächsten Haltestelle. Die Radovanovic-Brücke. Fahr doch mal weiter, Chef. Ey. Immer das Gleiche hier mit den Leuten. Ich bleib dann einfach weiter stehen ein bisschen. Oh, steht die nächsten von der scheiß Ampel. Ey, das ist, glaube ich, gibt euch ja so Ampeln, so schlimme Ampeln. So. Ich nehme mir mal ein Stück von meinem Tee. Das ist nur Schwarztee. Guten Morgen. Da ich ja mittlerweile so ein bisschen vom Kaffee weg bin und Energy weg bin auf Schwarztee. Hat den gleichen Effekt. Bleib doch nicht vor mir stehen, Mann. Ey. Ich sag ja, manche Leute.
Ja, ich weiß, das sehe ich. So, war jetzt Haltestelle, dann geht's. Ach, wir fahren auf dem ZOB, dann haben wir da die Hälfte durch. Da ist ja Kant nämlich, dann geht's wieder zur Siegestraße zurück. So, das ist der Rollstuhlfahrer, der mit raus will. Und dann haben wir den Fahrtag und wir sind bei nur noch 8. Tschüss. Was kriegen wir da mittlerweile ein? Ja, gut. Was kriegen wir da mittlerweile für Zeit für Kohle? Na, das lohnt sich schon mal so ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt schon den nächsten Bus wieder komplett, ne? Auf der Hand. So, Studentenwochenkarte. Gut. Hallo. Moin, Sepp. Bin ich zum Hof oder zum Supermarkt gelaufen, um Milch und Käse für meine Mutter zu holen? Kenn ich. Hab ich auch schon gemacht. So. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Sag mal, wie laufen wir jetzt? Wieso geht die Scheißrampe nicht rein? Wir flachsen jetzt? Ist der Rollstuhlfahrer noch nicht draußen, oder was? Warte mal kurz. Ne, der war noch nicht draußen. Okay. Deswegen geht auch die Rampe nicht rein. Jetzt geht sie nämlich rein. Das ist schon wieder so ein toller Bug. Der hat eigentlich Zeit genug gehabt, während ich hier vorne kurz die Kompaktkarten verkauft habe, hat er noch ruhig kurz fahren können. Oh gut. Okay, passiert. So, nächster Halt, die Siegestraße. Ein Fahrgast muss aussteigen. Natürlich muss ein Fahrgast. 5 Meter vor der Haltestelle muss ein Fahrgast unbedingt aussteigen. Dann gehen wir raus. So. Hey, Alfonso. Ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Dann kann ich vorbeikommen. Tschüss. Tschüss. Hallo. Moin, Sen. So. Seit der Geburt meiner Tochter bin ich so müde. 5 Uhr morgens, jeden Tag. Tja, herzlich willkommen in der Welt des Arbeitslebens. Oh, wenn er gerade Vater geworden ist, ist er wahrscheinlich in Elternzeit. Das war mir fast klar. Gut, das nehme ich auch auf mich. Da bin ich ein bisschen früh rausgefahren. Ich hatte ihn eigentlich gesehen. Ich hätte gedacht, dass er anhält. Aber scheinbar hat er es nicht getan. Ich bin ein bisschen beeinordentlich. ZOB ist die nächste Haltestelle. Ach, scheiße, ich bin auf der falschen Seite gelandet. Upsa. Das war ich nicht. Für dumme steht da sogar noch ein Schild und ich krieg's trotzdem nicht hin. Das ist ja keine Sache. Hab ich noch gemerkt. Gut. Nicht, dass das da irgendwie Ärger gibt. So, nächste Haltestelle ist der Hauptbahnhof. Komm, aber wird grün. Ne, willst du nicht, weil dein Auto kommt. Ja, komm. Steiger. Mach grün. Jetzt. So, damit fahren wir kurz an der ZOB, damit wir dann gleich wieder raus können. Wir machen das ganze Ding nämlich gleich wieder rückwärts. Der ZOB wird die letzte Haltestelle werden für heute. Ich fahre schön langsam hier rum, damit man nicht da irgendwo wieder irgendwas, was Fußgänger oder so sind, immer ein Fußgänger ist, brezeln. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt überhaupt dran muss, welche Haltestelle. Vorne oder was, war die erste? Mal angenommen, ich arbeite bei Samsoft.
Könnte ich dann ein Katzenspiel machen? Die? Ja. Da vorne an die. 6. Ich habe gelesen, Sie haben eine Folge von Winter der Leidenschaft in Sonnstein gedreht. Okay. Nochmal ein herzliches Willkommen. Damit verabschiede ich mich für heute beim Bus-Simulator 21 mit meinen Wünschen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet in der nächsten Folge.